Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es eine kleine Produktreview. Und zwar möchte ich euch gerne die Iconista Mascara vorstellen von Catrice. Die ist jetzt ganz neu rausgekommen und verspricht so einiges. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Ich habe eine E-Mail bekommen vor einiger Zeit und habe darauf hingefiebert, dass diese Mascara endlich zu kaufen ist im DM oder auch online. Und Anfang März habe ich sie dann gefunden und ich war im DM und vielleicht ein bisschen zu spät, denn die war schon fast ausverkauft. Da waren nur noch zwei da, wobei ich mir bei denen auch noch nicht sicher bin, ob die schon benutzt worden sind oder ausgetestet worden sind, weil die haben hier keinen Sicherheitssiegel. Und ich habe sie einfach mitgenommen, weil ich die unbedingt testen wollte. Denn sie verspricht so einiges. Und zwar, sie nennt sich Iconista Lash Millionizer Volume Mascara. Sie verspricht voluminöse, lange, geschwungene und tiefschwarze Wimpern, 24 Stunden lange Halt, perfekte Definition ohne Klümpchen, dank cremiger Textur und einer Lash Millionizer Bürste. Preis, die kostet beim DM, ich glaube, um die 4 oder 5 Euro. Mal eben nachgucken, vielleicht kann ich das hier... Also hier auf der Catrice-Seite direkt 4,99 Euro. Ich denke, im DM wird sie genauso viel kosten. Und ja, wie gesagt, ich bin super gespannt, weil sie verspricht 180% Volumen. Und bei meinen Wimpern ist es so, die Länge ist bei mir eigentlich ganz okay, aber das Volumen fehlt einfach. Und... ich denke mal, das werden wir jetzt einfach mal testen. Study on 30 Women Lash Volume Measurement by Instrumental Photo Analysis After Application. Ah, also wurde an 30 Frauen getestet und das wurde dann, dieses Volumen wurde dann mit Instrumenten, mit Fotoanalyse und so weiter gemessen und ausgewertet. Ich zeige euch jetzt erstmal das Bürstchen oder das Produkt. Und zwar sind da 11 Milliliter drin. Ja, die Verpackung ist ganz normal. Es ist nichts Hochwertiges, ganz normale Mascara, wie wir sie aus der Theke kennen, aus der Catrice-Theke. Und ich bin gerade am gucken, ob die benutzt worden ist. Nein, ich glaube eher nicht. Okay. Das ist das Bürstchen. Und ja, man sieht, dass es hier so geschwungen ist. Man sieht auch, dass sie sehr gut Produkt aufnimmt. Und man sieht auch, dass sie sehr viel Freiraum zwischen den Bürstenreihen bietet, wo sich dann halt das Produkt auch sehr schnell ansammelt. Und ich habe jetzt wirklich die Befürchtung, dass sie doch sehr viel Produkt auf meine Wimpern auftragen wird. Ich hole euch jetzt einfach mal näher ran und dann schauen wir uns das Ergebnis an. So, ich habe bis jetzt noch nie einen Eyeliner gefunden, der nicht verschmiert. Falls ihr einen Tipp habt für einen Eyeliner, der nicht verschmiert, gerne in die Kommentare. Hier ist die Mascara und jetzt geht's los. Ich streife so ein bisschen Produkt ab, weil mir das, glaube ich, sonst zu viel ist. Ein bisschen. So. Und dann werde ich sie einfach so anlegen. Genau.
Also, das ist das Ergebnis mit einer Schicht. Ich gucke jetzt einmal mal nach unten. Ich gucke jetzt einmal an die Seite und dann traue ich mich mal einfach mal nach oben zu gucken. Aber ich glaube, das ist ein großer Fehler. Und dann mache ich die Augen noch zu. Und jetzt gucke ich, ob da irgendein Abdruck entstanden ist. Oben an meine Schlupflider, unten auch nicht. Es geht noch, genau. Ja, ja, ich finde, das Ergebnis ist sehr schön geworden. Muss aber dazu sagen, dass die sehr lange braucht zum Trocknen. Da ist sehr viel Produkt auf den Wimpern. Die kleben auch zusammen. Aber das ist wahrscheinlich auch dieser Volumeneffekt. Dadurch, dass die so ein bisschen zusammenkleben, wird dieses Volumen unten erzeugt. Es ist jetzt nicht so bombastisch, dass ich sagen würde, wow. Aber es ist tatsächlich so, dass sie Volumen erzeugt. Aber ich glaube wirklich, wenn man sehr lange Wimpern hat, dass das ein bisschen extremer aussieht mit dem Zusammenkleben. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich noch einmal testen soll, mit einer anderen Tusche drüber zu gehen oder mit noch einer Schicht. Ich glaube, wenn ich noch eine Schicht drüber mache, dann... Nein, wir machen das so. Ich mache ein Auge mit noch einer Schicht. Mal gucken, wie das dann aussieht. Und das andere Auge werde ich, oder die andere Seite werde ich nochmal mit einem Wimpern, mit welcher gehe ich denn da drüber? Ja, die ist eigentlich schon in der Tonne gelandet, aber ich kann mal gucken. Moment. Ist in der Tonne? Ich kann mir mal eben aus der Mülltonne rausholen. Weil die funktioniert eigentlich noch. Ich hatte nämlich gestern mein Aufgebrauch-Video abgedreht. Da ist er. Und die ist in die Tonne gelandet. Und zwar ist das, ja, das ist die Catrice Glam & Doll Mascara. Das ist eine ganz tolle Mascara zum Nachtuschen, wenn man die Wimpern noch ein bisschen auseinanderfächern möchte. Ich fange jetzt mit der Iconiste an. Hier haben wir einmal auf dieser Seite nochmal als zweite Schicht die Glam & Doll Mascara und hier auf dieser Seite die Iconista. So, zu der Iconista als zweite Schicht kann man sagen, ja, sie hat die Wimpern nochmal so einen Tick voluminöser gemacht. Und die Glam & Doll Mascara hat da eigentlich nichts bewirkt, weil das Ganze wirklich getrocknet ist. Also wenn die Iconista einmal getrocknet ist, dann ist es sehr, sehr schwierig, da noch mit einer zweiten Mascara drüber zu gehen, weil die Härchen wirklich sehr, sehr fest zusammenkleben, ne? Und dadurch ist ja, einiges verschmiert. So. Vielleicht kann man ja versuchen, die Iconista nach der ersten Schicht nicht trocknen zu lassen, sondern dann sofort mit der zweiten Mascara drüber zu gehen. Mal gucken, müsst ihr mal ausprobieren, wie dann der Effekt ist. Also, zu der Iconista kann ich sagen, es ist tatsächlich so, dass sie mehr Volumen zaubert. Absolut. Also im Vergleich zu anderen Mascaras ist sie gar nicht mal so schlecht. So, ich mache mal jetzt eben einen Rundgang mit meinen Augen. Mein Fazit. Ich finde, sie hat Länge gezaubert, sie hat Volumen gezaubert, auf ihre eigene Art und Weise. Ich mag es persönlich lieber, wenn das Volumen dadurch entsteht,
dass die Wimpern nicht zusammengeklebt werden, sondern dass da wirklich ein breit gefächerter Wimpernschlag vorhanden ist, ne? Und trotzdem Volumen irgendwie. Ich finde, die Iconista hat ihren Job getan, oder? Guck doch mal. Ne? Das ist jetzt die zweite Schicht. Also Schichten kann man sie auch. Und ich finde, da gibt es auch einen Unterschied zwischen erster Schicht und dann zweiter Schicht. Von mir aus gibt es hier ein Däumchen nach oben. Ja, also wer diese Art von Wimpern mag, der ist mit der Iconista gut bedient. Die kann man übrigens direkt bei Catrice bestellen, auf der Homepage, wenn es die im DM nicht mehr gibt. Bei mir im DM gab es halt die halt nicht mehr. Die war dann schon ausverkauft, beziehungsweise zwei waren noch da. Eine war wahrscheinlich benutzt, die andere hatte ich erwischt. Genau. Ja, ich werde euch dann einfach auch alle weiteren Infos unten in der Infobox verlinken. Schaut da einfach mal rein. Und wenn ihr noch andere Wimpern, Mascaras mir empfehlen könnt, die ich mal austesten soll, schreibt mir auch unten in die Kommentare. Und dann werde ich darüber eine Review machen, weil ich suche immer noch nach der perfekten Mascara für mich. So, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.